So, wir sind im letzten Spiel von Azores. Jawohl. Gegen Simic, gute Jugo-Truppen. Darfst du gar anfangen? Brate, wer beginnt? Ich beginne. Du beginnst, Brate? Ich beginne. Ich muss gestehen, mir, dass das Simic-Deck, oder Simic-Deck, damit wir es richtig aussprechen, ist, also ist vom Design her, finde ich, super gut. Schaut richtig geil aus. Aber wirkt ein bisschen zu langsam, ne? Das Simic-Deck? Also nein, ich meine das Azures-Deck. Nein. Simic-Deck, das hau ich jetzt hau ich windelweich. Oh, das ist auch so wieder. Das, die Hand schaut gut aus, aber ist so Schnachowitz, die ist so ewig langsam. Wenn du irgendwas machst, bin ich tot. Ich werde es einfach behalten. Ja, ich behalte es eh auch, aber es kotzt mich trotzdem an. Go. Achso, go. Das war schlecht. So. Go. Das ist jetzt ganz fürchterlich gerade. Warum? Go. Was ist jetzt schlecht? Meine Draws. Achso, deine Draws. Meine Draws sind fürchterlich. Was macht er? Kann nicht geblockt werden. Ah, okay. Super. Ich glaube, ich werde einfach pressuren gehen. Ja. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Macht es. Also der kann nicht angreifen oder blocken. Okay. Und dann spiele ich noch das da, nehme das zurück. Und dann bist du. Das ist nice. Ah, das ist das Marken drauflegt-Ding, gell? Yes. Mhm. Bitteschön. Jo, das konsumiere ich. Konsumiere er. Er hat es sich verdient. Ich habe jetzt was? Da 1, 2, 3, 4 Mana. Und Handkarten. 7. Dann spielen wir den. Aus jo. Langeweile. Was macht der? Verteidiger fliegen. Verteidiger fliegen und wenn er blockt, dann stirbt er. Okay, okay. Go. So. Ich will mal 5 Mana tappen. Ja. Dann zieh ich 3 Karten. Und legst wieder Land ins Spiel, oder? 3. Und leg noch ein Land ins Spiel. Das hört sich alles sehr leibend an. Das ist dieses hier nämlich. Hast du echt Triple Grow Chamber? Ups. Grausleim. Ich meine, ich habe auch 2 Kanzleien. Dann habe ich 8 Handkarten, muss ich End of Turn eine discarden. Und zwar das geht. Das ist, glaube ich, ein Schaß. Angriff. Jo. Was macht die? Immer wenn ich angreife, kann ich einen Kartennamen sagen. Wenn du den auf der Hand hast, kann ich meine Bibliothek nach einer Karte mit Flugfähigkeit durchsuchen. Mhm. Ja, bist du. Entschuldigung. Alles gut. Servus. Was? Was? Für 1. Kann ich geblockt haben. Hast du gerade ernsthaft... Oh Gott. Yes! Und da kommt dann ja Kamake drauf. Weniger Anstieg von dir, wenn ich das sag. Yep. Jo. Schaut nicht so gut aus gerade. 5, 6 Mana. Mana. Achon. Was meine ich immer? Immer wenn er angreift, kann ich eine Kreatur von der. Nein, kann ich 2 Kreaturen von der inhaftieren. Mhm. Der ist gut. Ja. Ich werde nicht angreifen. Ich dachte mir schon.
könnte jetzt echt spannend werden mit uns. Wird noch ein bisschen dauern. Oh, auf. Ein Trollfrosch-Kreatur, eigentlich keine. Trollfrosch-Krieger, gar kein auf. Schaut noch aus wie auf. Das geht so nicht. Ein Schlatz und der ist 6-6. Was? Anzahl der Länder oder was ist das oder was? Nicht Höhe der Stärke der Kreaturen, die ich kontrolliere. 6-6 ein Schlatz. Das heißt, der wird adaptiert. Der kriegt ein Counter. Und dann gehen wir mal für 3 Angreifen. Okay. Danke, Tod. Na gut. Tun wir mal Sky 3 machen. Mhm. Also nicht Sky. Ja, ist klar. Das ist ein großes Problem für dich, ne? Ja, weil nichts für mich größer ist. Ja, weil du nicht, mit nichts angreifen kannst und das Ganze. Inhaftieren bringt auch nichts, weil es halt nichts targetet. Weil es targetet, richtig, ja. So, das ist jetzt alles leider ziemlich scheiße. Der Typ ist noch unblockbar auch, das macht auch nicht gerade leibern da. Der eskaliert halt auf Dauer. Wie viele Handkarten hast du noch? 4. Das ist halt auch schier. Simic ist geil. Mag ich. Macht Spaß. Ja, mit dem da, ohne dem gleich wärst du tot, oder? Na, ich habe noch gute Sachen auf der Hand, also nicht ganz tragisch. Okay, nicht ganz tragisch. Also schaut, das nehmen wir sicher nicht. Das ist wahrscheinlich das Schlechteste von den dreien. Ich habe 3 Spells, die mich auch noch gezogen. Mhm. Wenn ich das mache. Wahrscheinlich muss ich einfach das machen. Ja, muss ich wahrscheinlich so machen. Finde ich zwar nicht leibend, ist aber so. Dann spiele ich noch eine Kanzlei. Mhm. Dann bist du. Ist gut. Hm. Besser als ein Star am Shell. Für 6. Wo hast du jetzt schon? Kommt er als er ins Spiel und macht jede Runde eine Kopie von ihm. Nein, 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 nein. Schade. So viele Neins kann ich gar nicht sagen. Gut, dass ich das genommen habe. Ich hätte fast die Kato stattdessen genommen. Dann legen wir eine Marke auf eine Kreatur und zwar auf diese. Und dann gehen wir für 4 angreifen. Cool. Jo. Sicher. Das wäre leibend gewesen, oder? Jede Runde ein Ahorn machen. Wie gut wäre das gewesen? Ja, super wäre das gewesen. Hätte mir richtig, richtig gut gefallen. Ich erinnere mich, wie diese Karte rausgekommen ist. Ich hoffe, man sieht das. Habe ich mir damals 2 gekauft, da war der Patrick an der Budel. Und beim Patrick gekauft, wir haben darüber geredet, wie geil diese Karte eigentlich ist. Die hat sich nie durchgesetzt, aber es ist eine sehr geile Karte. Go. Entschuldigung. Ja, ist lustig, wenn man weiß, dass man da ganz gemütlich langsam gewinnt mit einem geschissenen
Frosch, ein Fischmutant. Ich würde gerne eine Marke auf den legen. Ja, bitte darum. Ich würde gerne eine Marke auf den legen. Wirklich jetzt? Yes. Naja. Ja, ist so. Kann nichts dagegen machen. Und dann würde ich dich gern für 6 angreifen. Ach so, ja. Dann hast du mich für 6. Naja, ich will schon einen Counter offen, aber so ist er nicht. Bitteschön. Echt, du spielst Counter. Du nicht? Oh ja, einen. Sind wir noch im Endstep oder hast du schon gezogen? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich möchte Sphinx of Revelation spielen. Sphinx Revelation. Für 6. Für 6? Sphinx Revelation für 6 ist gut, ja. Ja? Ja. Das ist. Scheiße gezogen, oder was? Ich zeig dir 5 von meinen 6 Karten. 5 Länder? Okay, das ist schlecht, ja. Aber ich krieg 6 Leben. Das ist nicht so schlecht. So, na gut. Hey, das war kein Land. Nicht so schlecht. Vielleicht gewinnen wir es ja trotzdem. Auf jeden Fall wirst du es Karten am Ende der Runde. Ja. Easy. Ein Land wirst du halt noch legen, ha? Ja, ja. Ich will halt möglichst viel ausspielen können, das ist. Ja, verstehe ich. So, legen wir halt noch ein Land. So. Das geht sich nicht aus. Aber so geht es aus, dann spiele ich die Petschaft. Mhm. Dann sind das 5 und das 4. Los geht's, los geht's. Wind, das ist auch eine witzige Karte. Mhm. Das ist gut, glaube ich. Das ist wirklich gut. Schauen, ich muss nicht discarden. Go. Dann lege ich End of Turn eine Marke drauf. Danke. Soll doch keiner sagen, ich bin nicht zu kreativ. So, jetzt hätte ich gern ein paar Creatures mehr. Das wäre nicht so schlecht. Weil jetzt wird das schon ein bisschen knapp. Zahme Gilmage. Was macht der alles? In diesem Zug kommt jede Kreatur, die du kannst mit einer zusätzlichen Präsenz machen. Okay, das ist mir wurscht. Und das andere ist entfernen plus 1 plus 1 Mark von einem Kreatur. Du kontrollierst, ziehe eine Karte. Okay, das ist beides okay. Jetzt sind wir schon kurz das Kichtern geschlafen. Bam. Ja. Solange du nicht auf 12 bringst, ist alles okay. Ja, wir sind erst bei 9. Ja, eben. Deswegen ist es ja okay. Wie viele Flyer hast du? Alle. 1, 2, 3, bis auf der alles. 4, 5. Puh. Das ist alles unnötig. Wenn ich den auf 10 setze, macht es einen Unterschied? Nein. Macht keinen Unterschied.
Dann greife ich für 9 unblockbar in dein hässliches Affengesicht. Ja, bitte. Und dann geht's weiter. Da haben wir ja noch ein paar. Was, Länder? Ja, ich würde gerne angreifen. Bitte. Ich will nur einen blocken, ne? Von den Fliegen hast du eh nur einen blocken, ja, richtig. Ich überlege nur, ob ich das so eben so machen kann, dass ich nicht sofort tot bin. Darf ich schauen, bitte? Also das sind einmal 7, 8, 9, 12 und den kann man aufblasen, oder? Genau, den kann man aufblasen in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Aber nach hinten nur. Und dann kann man switchen. Okay. Das heißt, mit den vielen Manern sollte man den wahrscheinlich blocken. Ja. Ja, der Angriff kann ich mal 2 Kreaturen inhaftieren. Mhm. Ich werde folglich diese 2 dann inhaftieren. Mhm. Mhm. Dann muss ich 7, 8, 9, 12, dann muss ich den blocken. Was kann denn der? Obacht! Ich muss die 2 inhaftieren. Die 2? Ja. Die 2 soll, den kann ich nicht die 2 inhaftieren. Das heißt, ich kann keine Dinger machen, das heißt, ich muss jetzt darauf reagieren und adaptieren. Warum? Das kannst du schon, oder? Das na, die Ten ist nicht Dingsbums. Kannst du nicht angreifen, blocken oder aktiviert. Achso, ja, okay. Ja. 2 da drauf und 2 da drauf. Ja. Also du blockst den da. Genau. Nämlich 12 Schaden. So, ich werde den retten. Das heißt, ich muss 4 investieren in seinen Arsch. Mhm. Und dann muss ich ihn drehen. Also 3, 4. Nein, warum? Ich investiere in seinen Hintern. Mhm. Wenn ich ihn drehe, kille ich den. Ja. Die Frage, ob ich das will. Ja, es ist jetzt detained, dieser und dieser. Nein, diese 2. Diese 2, okay, ja. Dafür. Jetzt ist ein detained. Aber wahrscheinlich kill ich den, das ist das Gescheiteste. Mhm. Ja. Bam, bam, bam. Genau. Die würden die traden. Mhm. Und da kriegst du. Nein, muss ich ja ganz wenig investieren. Ne? Weil der ist ja schon, der ist ja 1-4. 5, 6 und Dings, so reicht. Jo. So, und da kriegst du 12 und ich darf eine fliegende Kreatur aussuchen. Mhm. Bist du auf 2? Jo. Die 2 sind detained, der lebt und der lebt. Okay. Genau. Die 2 können angreifen, korrekt. Nein. Ja, blöd. Mhm. Ist nicht so schlecht, glaube ich. Der ist ziemlich gut, habe ich mir gedacht. Die Sphinx Relation hat es jetzt doch dreht. So wie immer. Sphinx Relation dreht einfach alles. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Schön. Ah, warte, ich spiele noch was. Na, spiel was. Ich schau dabei. 1, 2, geht das? Achso, da habe ich falsch gestoppt. Das so mach. Da habe ich 1 Floating und hab ich 1 Floating, ist 2, ist 3 und dann kann ich den Schlüssel noch spielen. So. Ja, was? Hat sich immer, ne? Ja. Puh! Schwitzerpartie! Das ist immer noch zu wenig. Verliere ich das jetzt echt? Das wäre echt scheiße. Ja, das verlierst du jetzt, ich sag's da. Wie viele Marken kann ich verteilen? 1, 2, 3, 4.
Dann habe ich auf 15 Marken, das ist schlecht. Wenn du mit dem Ultimate gewinnst, hast du es da auch schwer verdient. Eine Runde zu wenig. Nein, ich verliere das jetzt. Ja. Ich habe das jetzt verloren. Leider. Weiter geht's. Puh. Also jetzt habe ich ein Spiel gewonnen, auch nicht so schlecht. Ja, wenn es Zeit hat, schaut es ganz gut aus. Wir sind gleich bei Orzhov gegen Raktos, glaube ich. Korrekt. Bam. Bis der wird jetzt schon 10. Jetzt muss ich da anzahlen. Ja, UW-Spieler dauern. Aber jetzt haben wir nicht mehr so viele UW-Spieler. Na, gar keine mehr. Eben.